This won't be easy. They've got 1,000 men in there defending her. If anyone can get in there, Orin can. You understand how important this mission is. The weapon we need is inside this temple. Sir! You can count on us. You two cover the back. I'll take the front. Und damit willkommen bei DGV. Ich bin's, euer Doomsday. Willkommen zu meinem kleinen Einblick in Godfall. Ja, leider hat es jetzt irgendwie das Intro übersprungen, weil ich leider nicht auf der Aufnahme habe. Deswegen würde ich gerne nochmal rausgehen und mir das Intro nochmal angucken. Sofern wir denn hier nochmal rauskommen, was natürlich anscheinend nicht der Fall sein wird. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dann müssen wir leider jetzt erstmal ohne Intro spielen. So, wir sind jetzt im Spiel. Und, ja. Gut, ich werde mal vorwärts laufen. Finde den Eingang des Sonnenschmied-Tempels. Guck mal, hier irgendwas looten kann. Is your armor holding up? It's sluggish. Okay. Ja, es ist ja ein Loot-Slasher, wie er bezeichnet wird, für die PS5. Exklusiv und für PC. Bei Epic, glaube ich. Und ja, ich habe leider nicht viel Gutes gehört, es soll ziemlich repetitiv sein, das Kampfsystem und alle möglichen Aufgaben. Aber ich wollte es mir trotzdem mal angucken. Phasenknoten. Ziele auf den aktiven blauen Phasenknoten, halte Kreis, um in diese Richtung zu teleportieren. Okay, also etwas, um irgendwelche Hindernisse zu überqueren. Kleinen Moment, krieg gleich weiter. Ach Mensch. Schnauze. So. Da haben wir unsere ersten Gegner. Los geht's. Erstmal, so. Mal gucken, wie das Kampfsystem. Weil das Kampfsystem soll ja ganz gut sein. Bin mal gespannt. Ja, auch die adaptiven Trigger der PS5 werden hier unterstützt. Also mit R2 muss ich ein bisschen doller drücken. Okay. Das scheint ausreichend zu sein. Gehen wir weiter. Ja, 3 Tierfassung. Schöne viele Partikeleffekte, die hier rumfliegen. So, das Grüne, denke ich mal, soll Leben darstellen. Okay. Gehen wir mal weiter. Da kann ich mich rüberziehen. Um eine Lücke zu springen. Ah, okay. Halt, die hier sind keine große Herausforderung. So, gehen wir mal hier lang. Sir, you're still injured. Doesn't matter. We have a job to do. Die halten ein bisschen mehr aus, die Jungs hier. Okay, man kann die auch von hinten finishen. Also optisch sieht das Spiel echt sehr gut aus. Da kann man echt nicht meckern. Aber spielerisch soll es halt leider ziemlich nach einer gewissen Zeit einöde werden. Gegnerische Attacken auszuweichen.
Aua. Gut, damit habe ich nicht gerechnet. Lebenssteine. Drücke fähig, um Gesundheit wiederherzustellen. Deine Lebenssteine verfügt über drei Ladungen, die aufgefüllt werden, sobald du überschüssige grüne Gesundheitskugeln aufnimmst. Finde grüne Gesundheitskugeln von bezwungenen Gegnern. Ah ja. Ah, okay. Verstehe. Was ist das, was ich hier einsammle? Scheint die Währung zu sein. Gibt es eigentlich auch sowas wie eine Karte? Im Moment zumindest nicht. Gut. Schauen wir uns mal da an. Temple, I know. Oh ja, hier ist so eine größere Nummer hier. Oder nicht? Die Partikeleffekte sehen echt schön aus in dem Spiel. Guckt euch das mal an hier. Das ist nett. Da kann ich anscheinend nicht lang. Nee. Wie lange will das eigentlich noch da stehen? Oh, was haben wir hier? Ein Schild. Halte eins gedrückt, um mit einem Schild zu blocken. Okay. Also was für eine Ausdaueranzeige hat man gar nicht. Also es ist kein Souls-like. Hep. Also jetzt drückt mit dem Schild zu blocken. Ja, das habe ich schon rausgefunden. Ja, dann lass ich's los, ey. Wir können jetzt mal aufhören, den nicht mehr anzuvisieren. Es gibt auch noch andere Waffen als Schwerter, aber ich bin im Moment ziemlich zufrieden mit dem Schwert. Schildwurf. Halte L1 zum Zielen, drücke R2, um das Schild zu werfen. Füge Gegnern Schaden zu und wirf sie zu Boden. Schildwurf hat eine geringe Abklingzeit. Okay, jetzt kann sogar mehrere treffen. Hi, Cora. Ey. Da auch mal. Oh, so was zu parieren scheint nicht zu geben. Oh, da auch doch. So, die Anzeige ist noch nicht voll, deswegen kann ich es noch nicht werfen. So, dann kommt die nächste. Bin mal gespannt, ob auch Gewicht und sowas eine Rolle spielt wegen Ausweichen. Das ist ja im Moment noch das Tutorial hier.
Trauerhammer. Weg mit dir. Ziele auf dem Phasenknoten Heidekreis, ja. Haben sich wohl ein bisschen Captain America als Vorbild genommen, ja? Ah, man kann den Gegner staggern, das ist gut. Effekte in dem Spiel. Also optisch kann man echt nicht meckern über dieses Spiel. Roter Machtangriff. Ein Machtangriff kann weder pariert noch geblockt werden und wirft dich stets zu Boden. Weiche ihm aus. Ja, ein kleiner Bosskampf jetzt hier. Er war ja schon angeschlagen, der Junge. Good luck, Orin. Warte mal, gibt's hier oben noch irgendwas? Ein paar kleinere Tierchen. Nicht der Rede wert. Was haben wir hier? War nur Heilung drin. No man shall enter the temple of the seventh sanctum. That's the awesome part. Okay, da kann man Verteidigung durchdringen. Ah, das Ausweichen könnte ruhig einen weiteren Sprung machen. Ausweichen, der Junge. Na, mal schauen, wie sie ja, mein Freund. Oh, das müsste dann das Tutorial gewesen sein. Hello, Orin. I knew I'd see you again someday. And you know why I'm here.
Untersuche das valerianische Lagerversteck. Ich bin Level gestiegen. Okay. Schauen wir mal, was in den Kisten ist. Scheint die Währung gewesen zu sein. Oh, was haben wir hier? Morphsteine. Morphsteine sind unidentifizierte Beute und tauchen in 5 Seltenheitsstufen auf. Gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, episch und legendär. Ja, es ist Loot-Shooter halt. Also Loot-Sledger wird es ja bezeichnet. Also es hat Ähnlichkeit mit Destiny, nur halt ohne Schusswaffen. Sind drüben auch noch Kisten? Ja. Was ist mit dir? Nein, die haben nicht viel zu melden. So, gucken wir mal, was in der Kiste drin ist. Anscheinend nur Geld. Drücke Touchpad, um das Ausrüstungsmenü zu öffnen und eine Waffe auszurüsten. Attribute: Macht verbessert deine Waffenschaden, Vitalität verbessert deine Maximalgesundheit, Geist verbessert die Lebenssteinerholung und deine Fähigkeiten Schaden. Okay. Jetzt sehen wir auch das erste Mal das Menü. Was haben wir denn hier so an Waffen? Nadel, gewöhnlich Langschwert, bereits verwendet. Urteil, gewöhnlich Doppelklingen. Hm, die Doppelklingen hören gut an sich. Oh, sieht doch nett aus. Verstärkung. Wertet deine Volar-Kürasse auf, indem du Verstärkung in einzigartige Verstärkungsinstallation einsetzt. Verstärkungen haben 3 mögliche Affinitäten, Rot, Grün und Blau. Sie können nur in neutralen oder passenden Knoten verwendet werden. Jede Verstärkung hat einen bestimmten Machtkostenbetrag. Deine gesamten Machtkosten dürfen nicht die Machtkostenquote deines Volkes übersteigen. Alles klar. Okay, das ist nur kosmetisch. Da habe ich im Moment nichts. Okay. Rüstkammer. Fertigkeiten. Kampffertigkeitsraster. Gib Fertigkeitspunkte zur Freischaltung neuer Kampffertigkeiten aus. Du kannst Fertigkeitspunkte später auch neu verteilen. Oh, gibt einiges. Schildwurf. Waffentechniken. Das ist hier genug. Erwerben. Also drücke L2 plus R1, um eine Nordtechnik auszuführen und L2 plus R2, um eine Südtechnik auszuführen. Gab's noch sozial? Ja, man kann das Spiel mit bis zu 3 Leuten spielen. Codex, ja, und Verdienste. Okay. Alles klar. Nordtechnik, halte L2 und R1. Okay. Dringe tiefer in die Sonnenschmiedetempel vor. The monolith is a weapon like no other. It has the power to reshape reality. And your brother controls it. For now. He nearly has the power of a god. And you are one man. An injured man at that. I didn't come here for your encouragement, Sanctum. Aber wo geht's hier eigentlich richtig lang? So richtigen Wegmarker hat man gar nicht. Aber die haben ein cooles Movement, die 2 Klingen. Finde ich nett. Schnell.
Also ich bin schon mal ein ziemlich großer Freund von diesen zwei Doppelklingen. Das macht schön Aua. Ah, meine Weile, der rennt wird er automatisch dann irgendwann noch schneller. Aua. Aber ich weiß gar nicht, ob man sein Schild hat, weil... Ja, hat man. Warum komme ich nicht durch seine Verteidigung durch? Ah, warte mal. Aber wir müssen erst den da wegmachen. Ey, auf zu schubsen, ich hab Joghurt im Rucksack. Hier geblieben. Ah, warte. Weg mit dir. Ah ja, der gibt den Rüstung. Mit dir. Oh. Easy. Also bis auf Geld und Energie scheint es aus diesen Gegenständen nichts zu geben. Größtenteils nur Energie. Gut. Was haben wir hier? Ein Altar. Kann ich aber nichts mehr machen. Links lang oder rechts lang? Nee, rechts geht gar nicht. Dann geh mal links. The odds are greatly against you. Kiste. And I am not just some tool at your disposal, Auron. We will discuss this when I get there. Schauen wir mal, ob wir noch was Schönes gefunden haben. Gewöhnliche Doppelklingen. Also das sind die, die ich habe, aber besser. Okay. Lebenssteine, Ringe. Es gibt einen Ring. Oh, mal ausrüsten, ne? Ring, 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 hier. Plus 8% Schaden. Rein damit. Hab ich noch irgendwas? Glücksbringer, Amulette, Banner und Verstärkung. Habe ich leider noch gar nichts. Okay. Guck mal, die warten schon sehnsüchtig auf mich. Mit euch. Noch jemand? Nein. Also in dem Spiel wird sehr viel mit Goldfarben hantiert. So, und jetzt da lang. Ja, hier für Ahnung. Ein Lappen. Da scheint es lang zu gehen. Ich will nochmal hier rumgucken. Hinten gibt es doch bestimmt eine Kiste, oder? Und Gegner. Ja, mal ausweichen könnte ein bisschen schneller gehen. Könnt ihr mal das Parieren üben, ja? Sag mal zu. Ja, nicht schießen. Oh, ich kann hier sogar zurückfeuern.
Interessant. Das ist cool. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also wie gesagt, man kann das Spiel eigentlich mit zwei weiteren Freunden durchspielen. Aber es ist auch machbar, das Spiel komplett alleine durchzuspielen. Vendetta, eine grüne Waffe. Da ja im Moment das Problem mit Sony PS5-Konsolen ist, sind nicht viele Leute von mir und meinen Freunden, die eine PS5 besitzen. Es gibt einige, aber die haben das Spiel leider noch nicht. Vendetta, ungewöhnliches Langschwert, 26 Schaden. Ja komm, das rüsten wir mal aus, obwohl ich die Waffen echt gut finde. Also, die zwei Schwerter, die haben was. Aber mehr Schaden ist immer gut. So, die Tür ist zu. Kann ich nichts machen. Was habe ich hier unten für zwei gelbe Leisten? Wurde das schon erklärt? Ich glaube nicht. Der Rot ist doof, Rot kann ich nicht parieren. Scheiße. Bei dem Parieren muss man aufpassen, da speichert die letzte Tastenkombination. Aua. Ist wieder einer mit der Schild gibt. Schüsse zurückwerfen macht echt Laune. Aber man muss sagen, das Kämpfen haben sie echt cool gemacht. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Ob es jetzt natürlich stundenlang motiviert, das ist natürlich eine andere Frage. Oh, was ist das da für einer? Rote Angriffe sind doof. Schlag mal normal zu. Nett. Oh, ich sehe gerade, ich steige auch gleich wieder ein Level. Kisten. Nee. Die Effekte, ey. Verwende R1, um einen Teil der Gesundheit des Gegners in Seelenbrecher-Aufladung umzuwandeln. Verwende R2, um Seelenbrecher-Schaden zuzufügen, der der Seelenbrecher-Aufladung des Gegners entspricht. Müssten dann unten. Okay. Aua. Ah, okay. Ah, ich verstehe. Eine Kiste? Nee. Doch da. Loot. Soll aber nur Heilung zu sein, ne? Und Geld. Nee. Ohne Axt und noch einen neuen Ring. Plus 18% Macht. Nehmer.
kann auch eine Waffe, eine zweite Waffe auswählen. Interessant. Das ist plus 3100% Schaden. Wie wechsle ich die Waffe? Ah, mit Dreieck. Gott. Naja, ein bisschen sehr langsam. Mal gucken, was die kann. Level gestiegen. Weg mit dir. Okay. Und erstmal Fähigkeitspunkt benutzen. Bogenwurf. So, ich bin jetzt wieder da. Ich weiß nicht, was hier ist. Irgendwie spinnt im Moment. Twitch, kann das sein? Ich hab keine Ahnung. Das hatte ich gestern auch schon das Problem. Wenn einer weiß, was das ist, kann mir immer mal Bescheid sagen, bitte. Und wie gesagt, die Twitch-Streams werden auch immer auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Also könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Was haben wir hier nochmal für... Ah, die Waffe ist nicht so geil. Wird zu langsam. Schildwurf. Nett. Wo man überall lang gehen kann, ey. Ich denke mal, man muss oben lang, aber ich will mal unten lang gehen. Was ist das für einer? Schildparade. Ja, ja, das habe ich schon mitgekriegt. Und tschüss. Ah, der hat den Weg da frei gemacht jetzt. Also so wie es aussieht, muss man auch bestimmte Gegner besiegen, um weiterzukommen. Aber so kompliziert ist das Spiel ja an sich nicht. Ich gehe nochmal oben lang. Da haben wir eine Kiste. Der Seite auch eine Kiste. Ich glaube, da gucke ich noch mal nach. Er ist ja fix, der Junge. Und hier ist keine Kiste. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Bezwinge alle Gegner.
Mario. Mal des Gesellen, der Ring. Macht der? Waffentechnik-Schaden, plus 2% Schaden. Hm. Da ist der aber besser, oder? Entzünden zu verursachen. Na ja, komm, wir machen mal den rein. Schade, die kann man nicht kaputt machen. Jetzt schon. Und tschüss. Nadel. How could you possibly defeat your brother and all his forces? Tell me. I'll find a way. I just need to get inside the monolith. Oh, das sieht echt cool aus hier. Weiß zwar nicht, was das bringt, die Treppen zu wechseln. Aber okay. Das sind aber auch große Hallen, ja. Kiste! Aber nur Geld. Bin mal gespannt, was man mit dem Geld noch anfangen kann. Parieren ist ganz cool gemacht. Ah, da war ich zu langsam. Aber weißt du, das ist so ein Typ. Geh weg. Boah, was? So weit folgt der mir. Kollege. Da lang, ich geh mal hier lang. How did you expect me to react, Orin? I have a duty to stop him. Ich habe einen neuen Ring gefunden. Physischen Schaden. Wieso kann man eigentlich nur zwei Ringe benutzen? Hat man nicht 10 Finger? Aber das scheint der richtige Weg zu sein. Da gehen wir hier lang. Oder ist das der richtige Weg? Gucken wir mal auf der anderen Seite. Springen kann man nicht, ne. Also durch das Parieren hat der Typ überhaupt keine Chance. Yeah.
komm. Ui, dauert doch schnell. Ah, ich wusste doch, die haben den Schatz bewacht. Jetzt ist es Mana. Ey. Noch ein Ring und ein Lebensstein. Oh. Äh, 40% Chance, Krankheiten zu verursachen. Machen wir mal den rein. Und was war das für ein Ring? Blutung zu verursachen. Oh, mal den rein. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir hier oben lang. What do you think will happen if Makro succeeds? He becomes a god. The world as we know it will end. Die Typen, die nerven ganz schön, ey. Aber die sind nicht der Rede wert. So. Das sieht nach einem Bossraum aus. Sonnenblitzkugel. Überlebe, bis der Countdown abgelaufen ist. Besiege so viele Gegner wie möglich, um bessere Belohnung zu erhalten. Mach mal. Ey, ey, war nicht ganz pariert hier. Weg mit dir. Ja, nun wieder. Das war's. Einen Hammer als Waffe bekommen. Sind mir zu langsam, diese Waffen. Hier. Ein Langschwert und... Was war denn das? Noch ein Langschwert. Ich krieg gerne mal bessere Doppelschwerter, die waren echt cool. Oh, was ist denn das? Nett. Kaum sagst du, kriegst du es. Betritt das Portal. Your odds are 1000 to 1. But I'll help you on one condition. What is it? You won't like it, Orin. Hey, die Waffe. Der Wächter. Jetzt kommt wohl ein ganz großer Bosskampf. Verheerender Angriff. Pariere einen verheerenden Angriff, um einen Feind für eine lange Zeit zu betäuben. Vorsicht, das Blocken eines verheerenden Angriffs lässt dich taumeln und macht dich anfällig für weitere Angriffe.
Oh. Was geht denn mit ihm ab? Solaris. Kurz davor probiert, ja. Oh, roter Angriff. Raus, raus, raus. Ich glaube, sonst werde ich nicht stehen, kann das sein? Aufhören mit deinem komischen Feuer her. Jetzt sind wir die Druckwelle dann auch. Ich kann mich auch anziehen, merke ich raus. Und tschüss. Trophäe halten, Solaris. Siebtes Sanktum. Well done, Orin. Welcome. Viel Spaß, Cora. Bei Watch Dogs. Sprich mit dem siebten Sanktum. Oh, nette Rüstung. Sprechen wir mal mit dem Sanktum. I am here, Sanctum. Tell me what you need. Makros nearly has the power of a god.
If you are to defeat him, your plan must be flawless. And I can craft such a plan. I trusted Makros once. Now you're asking me to trust you. It will only be until Makros is vanquished. You will see. Even if I don't agree. You came to me because you saw no other way. This is your path. Let me guide you. Do not betray me, Sanctum. Too much is at stake. Fertige deinen ersten Weller-Kyros. Weller Plates. Jeder Weller-Kyros verkörpert einen der Arkonten. Jeder Weller-Kyros bietet eine einzigartige passive Eigenschaft, eine Arkonzorn-Fähigkeit und eine Verstärkungskonstellation. Wechsle die Weller-Kyros im Sanktum zwischen den Missionen. Sammle auf deinen Reisen Valakyros Kerne, um weitere Valakyros zu konstruieren. Sammle alle 12 Valakyros. Ah ja, 12 Stück. Na, den habe ich. Arkonzorn. Ausprobieren. Ne, ausrüsten, okay. Schalte diesen Valkyrs frei, um ihn in deinen Kit zu verwenden. Fertigen. May the Archon of Rebirth watch over you. Phönix. Buff. Ich weiß gar nicht. Ach, der hat auch andere Waffen dann, oder was? Nee. Ha, die bleiben in der anderen Ausrüstung verwendet. Okay. Interessant. Hab ich nur einen, ja, okay. Aber kann ich jetzt zwischen den... So, wurde ja gesagt, nur zwischen den Missionen, okay? Besuche den Übungsraum. Trainingsbereich. Erprobe frei deine neuesten Waffen und Fertigkeiten. Boah, weißt du, leichte Angriffskombo. Okay. Sturmschlag, also L3. Ah, okay. Kann man das hier machen? Das war cool. Aber auch nicht schlecht. Ah, dafür brauchst du die gelbe Anzeige unten über der Wasser, okay? Lass mal das. Kann ich auch mal die andere Rüstung testen, oder? Ey. Alles gut, kann ich ja wieder raus hier. Sprich mit dem 7. Sanktum. Inside, we won't be coming out until Makros is finished. We will arrive in the Earth Realm, the lowest level of the Monolith interior. Makros has learned how he can use the Monolith to become a god. It is an ancient spell, the Rites of Ascension. This spell can be broken, but only if we know it ourselves. Okay, schließe in dem Monolithen ab. Oh Gott, ja, das ist so die Welt hier. Also es gibt, glaube ich, 3 verschiedene Biome.
Und wir sind im Moment nur auf der Erde. Belohnung, seltenes Amulett, seltener Ring. Handlungsmission, Boss, Jagdmission, einzigartig. Okay, dann beginn. Hey. Oh, Abwechslung. This is the Earth Realm, where our adventure begins. Point me towards this watchtower. I'll guide you on your path, but keep your sword close. You'll find no friends here. Geht gleich weiter. Muss noch mal kurz was umstellen. So. Jetzt kann es weitergehen. Ja, gehe zum Zwielichtsignal. Machen wir das doch mal. Aber ich konnte jetzt irgendwie meine Rüstung gar nicht ändern, oder? Hatte ich da irgendwie eine Auswahl gehabt? Ich weiß nicht. Ich finde, die hier sieht sowieso schöner aus. Geistblick. Verwende Geistblick, um interessante Orte zu entdecken. Drücke Stegipad nach links, um Geistblick ein- und auszuschalten. Oh Gott. Was? Karmesinlichtung. Okay. Hauptadern. Jedes Reich verfügt über eine Vielzahl an einzigartigen Hauptadern. Diese bergen selten elementare Materialien, die für das Schmieden eines Valar-Kürses notwendig sind. Oder Valar-Kürses. Wie auch immer man das ausspricht. Okay. Wie ich das Geld brauche, wurde bis jetzt auch noch nicht erklärt. Oder diese Währung. Also die Erde, ja, okay. Oh, kleine Babyratten. Naja, die haben nicht viel dagegen zu setzen. Noch irgendwas zum Gucken? Gehen wir mal zu dem Signal. These Twilight Beacons mark places where we can start future missions. Let's activate as many of these as we can. Mach ich. Gehe zum Wachturm. Ja, aber ich will mal hier hinten gucken, was es hier so gibt. Okay. Das ist einfach nur um zurückzukommen, oder? Na gut, oder um sich schnell auf der Karte fortzubewegen. Oh, was haben wir hier? Sollten wir mitnehmen. Hey. Darf hier nicht lang. Gehen wir halt hier lang. Was ist noch so ein Steinchen? Sie führen sowieso alle Wege zum Ziel hier. Kann das sein? Ich muss da hin. Oh, was haben wir hier? Das kann ich gerade nicht lesen.
denke mal, bei eurem Codex-Eintrag. Kiste. Was? Lebensstein. Ich will noch ein neuer. Plus 40% Bruchschaden. Das hört sich gut an. Gegner. Was ist der hier für Schild? Ey. Hallo? Das Sekiro könnte man ja eigentlich schon geübt haben. Das ganze Parieren hier. Komm, greif mal an. Zack. Der nervt mich mit seinem Schild. Machen wir es halt so. Starre, schon eine neue Waffe. Das Tool mit Geisterbindung öffnen. Okay. Das war nur Geld. Hier war es nur Energie und, was ist das Gelbe jetzt? Ausdauer oder was? Da hinten. Noch so ein? Da komme ich nicht durch. Als Akkornzorn zu entfesseln. Ah, okay. Truhe mit Geisterbindung. Truhe mit Geisterbindung sind durch Geisterbindung in der Umgebung versiegelt. Zerstörst du die drei Geisterbindungen, wird die seltene Truhe freigeschaltet. Truhe mit Geisterbindung zeigen die Standorte der Geisterbindungen in der Umgebung auf. Lost Valorian Artifacts will help you grow stronger. Die da oder was? Scheint so. So, war jetzt die letzte. Oh, hier ist noch eine Kiste. Sind irgendwo hier drüben noch. Da. Genau daneben. Jetzt müsste sie aufgehen. Jupp. Oh. Gildenklinge. Blau. Hat man so schnell so eine Waffe kriegt? 8% Waffentechnik, Ladegeschwindigkeit und sekundär plus 90% Raserei Ablaufzeit. Oh, die kann man ja mal. Oh, what the fuck? Das ist ein Großschwert, ultra Großschwert. Die müssen wir mal testen. Gehe zum Wachturm. Da lang. Komme ich mir vor wie beim Monster Hunter hier mit der Riesenwaffe. Ja.
Weg mit dir. Oh, wir Level geschrieben. Oh, da war ich zu nah. Boah, die macht aber auch Schaden, die Waffe. Meine Fresse. Aber sie ist halt langsam. Was halt ein bisschen, ja, kontraproduktiv ist. Ich hab noch eins. Das ist aber schlechter, okay. Fertigkeiten. Was gibt's denn hier? Finesse. Oh, ja, das ist wichtig. Okay. The watchtower is up ahead. Keep your hand on your sword. Der Sound kam cool. Mal den Form benutzen. Leute, da rufe ich irgendwelche Geister. Das ist ja cool gemacht. Our target is on the upper level of the watchtower. Auf dem obersten Turm. Orin, you live. I'm here for the rites of ascension. Hat mir den nicht schon mal besiegt? Boah, was? Aua. Oh. War zu kurz geworden. Das ist echt nervig. Ja, bleibt denn das Feuer auf dem Boden noch? Schlagen und parieren geht nicht gleichzeitig. Man muss schon rechtzeitig drücken. Du bist nah. Hey. The High Lord has teleported, but he hasn't gone far. Track his men. They'll lead you to him. Was bist denn du für ein Feigling? Neuer Lebenssteine, blauer. Und die Ritterklinge. Gucken, was die Ritterklinge kann. Ne, nicht das Schwert. Ritterklinge. Ja, ist leider schlechter. Ah ja, gut, als das Großschwert sowieso. Ja, es ist mir aber leider zu langsam. Was ist das für ein Lebensstein? Ist einfach Feuerschaden, gibt es Schwachpunktschaden, ja komm, rein damit. Banner habe ich glaube ich noch gar nicht, gell? Nee. Amulett auch noch nicht? Nein. Was ist das hier? Glücksbringer. Auch noch kein. Okay, und verstärken kann ich glaube ich auch noch nichts, nee. Kosmetische Inhalte. Ankorzhorn. Aha. Hier, kosmetisch.
Hab ich auch noch nichts. Okay. Dann bezwinge Phalanxars Krieger. Hab ich noch eine Kiste? Was gibt's hier? Hammer und Klagelied der Hoffnung. Klagelied der Hoffnung? Das hier. Stachel. Na gut, nee. Ich will keine schweren Waffen. Das machen wir so langsam. Gehen wir mal her. Weg mit dir. Gut, ey, darf nicht zu oft den Knopf drücken. Sonst hört er nicht mehr auf. Found him. He's in the clearing. Ja, warte mal, die haben bestimmt eine Kiste bewacht, oder? Oder auch nicht. Wollen wir mal den Jungen einholen. Hallo, wo gehst du hin? Ganz verhalten. Oh, hier war ich schon. Hand it over if you want to live. This is what Macros alone. Macros has gone mad. Aua. Wo ist keine Heilung, sehe ich gerade. Jetzt habe ich eine. Antwort vorn. Ich wollte schon längst weg abhauen, aber hab zu oft R1 gedrückt. Das sieht nicht so gut aus. Ey, ey. Da ist Energie. Aua. Du musst echt aufpassen, wie oft du R1 drückst. Hat er bestimmt nochmal ab, ha? Ja, was machst du? Makros ist dein Gott! Ja, auch ein großes Schwert. Weg da. Ich komme jetzt nicht zu dir. Aua. Nein, er hat mich. Besiegt vom Checkpoint aus neu starten. Okay. Alter.
Alter, was der für Schaden macht. Diese Druckwelle ist nervig. Wirklich parieren kann man den Jungen leider auch nicht. Man kann zwar parieren, aber hat nicht wirklich viel Effekt. Boah, was? Ja, ist nervig natürlich. Bisschen weiter rutschen könntest du schon beim Ausweichen, Kollege. Aus seiner Reichweite kriegt er mich trotzdem. Mal andere Waffe nehmen. Langsam, fällt mir nicht. Der sich da oder was? Komm her. Reicht der aus, ey? Jetzt hat er mal Energie verloren oder was? Ende jetzt hier. So. Da alles raus, ey. Okay, ist denn der jetzt alles getroppt? Noch ein Großschwert. Ja, Großschwerter sind so langsam. Mal gucken, wie groß sind die eigentlich? Ja, auch eine Zweihand. Alles Großschwerter ist doof. Was hat denn der jetzt noch fallen lassen? Das habe ich nicht aufgepasst. Ja. Dein Ring fallen lassen? Nee. Na gut. Erreiche das nächste Zwielichtsignal. Da lang. Handlungsmission abgeschlossen. Bonus, aktiviere das Zwielichtsignal. Ja. Können wir noch machen.
Ah, jetzt sind neue Gegner gefroren, oder was? Was sind das denn für Gegner? Sieh mal den da bitte an, danke. Geh mit dem schön, die gehen mir ein bisschen auf den Keks. Mit dir jetzt. Haben sie jetzt hier alles voll mit Gegnern jetzt, ja? Ja, wie komme ich da hin? Hier heilst du? Der heilt. Weg mit denen. Ich habe einen Kern gefunden. Okay. Und entfernt sich das denn immer weiter von mir oder was? Oh, die ist echt alles voll, ey. Stufe 5. Ja, aber ich jetzt hier euch noch weiter auf die Folter spanne mit diesen ganzen Abgeschnetzel, weil das ist eigentlich der Hauptsinn dieses Spiels. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier verdammt viele Gegner. Würde ich jetzt auch mal behaupten, dass es das war mit God of War. Ja, was soll ich sagen zu dem Spiel? Es ist halt ein Slasher-Spiel. Im Stile von God of War, nenne ich es jetzt mal. Kombiniert mit der Loot-Technik von Destiny. Kann man so im Groben sagen. Ja, ansonsten kostet das Spiel 80 Euro, was ich in meinen Augen ein bisschen zu teuer für dieses Spiel finde. Boah, jetzt die Kiste. Aber wartet mal, Leute. Da. Ja, wenn es im Angebot ist, kann man mal zugreifen. Nehmen wir erst Amulett. Ansonsten würde ich eher für 8 Euro noch die Finger davon lassen.
Es sei denn, man hat natürlich Freunde und die Freunde möchten unbedingt mit einem spielen. Dann kann man sich's holen. Aber ansonsten würde ich sagen... ja, wartet, bis es billiger ist, wenn ihr eine PS5 habt und ihr das unbedingt spielen wollt. Ja, haben wir noch ein Amulett und noch einen Ring gekriegt. Fertigkeit freischalten. Gut, ich werde jetzt nochmal mich ausrüsten neu. Denke ich mal. Jetzt, wo es neue Sachen gab. Okay. Amulett, was haben wir da? Stell 12 Gesundheit wieder her, wann immer du einen kritischen Treffer landest. Das ist gut. Und Glücksbringer habe ich, glaube ich. Nee, habe ich nicht. Was war denn das andere Amulett? Alte 1700 Überschuss, wann immer du einen Gegner brichst. Wir machen mal den Brech, weil brechen tue ich öfters. Rüstkammer. Machen wir eine neue Waffe. Ja, hier. Fertigkeit. Was haben wir hier? Oh, das sieht gut aus. Gut. Ach, das brauchst du dann. Kann ich eigentlich. Warte mal, das möchte ich mal gucken. Kann ich hier. Ne, da brauchst du. Ah, okay. Interessant. Aber die Rüstungen sehen schon cool aus. Oh, gut. Dann war es das von meiner Seite aus. Es wird morgen wieder einen Stream geben. Wenn es klappt, habe ich morgen Phoenix Rising. Das werde ich dann morgen streamen. Wahrscheinlich auch ein bisschen länger als der Stream heute. Und auch schon früher anfangen werde ich morgen wahrscheinlich. Und ansonsten, ja, folgt mir auf YouTube, folgt mir auf Twitch. Das wäre sehr nett. Dann... Bis dahin, haut rein, Doomsday bei DGV. Bis zum nächsten Mal.